Frau Navidi, erneut ist die Kreditbewertung von Portugal gesenkt worden. Das Land selber besteht aber darauf, es aus eigener Hilfe zu schaffen und keine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie beurteilen Sie das? Wir gehen weiterhin davon aus, dass Portugal Rettungsmaßnahmen in Anspruch nehmen werden muss, denn es hat Schwierigkeiten, die Verbindlichkeiten zu bedienen, es hat Schwierigkeiten, den Kapitalbedarf zu decken und strukturpolitische, also wirtschaftliche Probleme und das vor dem Hintergrund politischer Instabilität, das ist ein Problem. Warum hat das Land so große Schwierigkeiten, den Kapitalbedarf zu decken? Also wenn man einmal herabgewertet wird in seiner Kreditwürdigkeit, dann wird die Ausfallgefahr damit als höher eingestuft. Das bedeutet, man muss mehr für die Zinsen bezahlen. Das wird dann also ein immer größerer Berg an Schulden, die man tilgen muss. Außerdem leidet das Vertrauen der Anleger, die stoßen Papiere ab. Das ist dann wie so eine Abwärtsspirale. Gut, wir sind jetzt bei dem Problem von Portugal. Wie sieht es denn mit den anderen Krisenländern aus? Irland, Spanien nur, um zwei Stichworte hier zu nennen. Spanien hat die Krise vorerst eingrenzen können, allerdings sind auch sie noch nicht aus dem Schneider. Auch bei ihnen besteht die Gefahr, dass die Banken, also die Rekapitalisierung der Banken und ein Problem ist die minderwertige Qualität der Bilanzen, also auf den Büchern der Banken. Bei Griechenland gehen wir weiterhin davon aus, dass es umschulden muss und zwar vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ich glaube, letzte Woche hat auch erst eine Ratingagentur hier die Bewertung, ich glaube, für 30 spanische Banken gesenkt. Also da ist in der Tat noch einiges aufzuarbeiten. Vielleicht abschließend, was kann man denn jetzt tun, um die Krise in den Griff zu bekommen? Man muss eine umfassende Lösung finden und wir denken, dass der Rettungsschirm ausgeweitet werden sollte und dass auch strukturpolitische Maßnahmen ergriffen werden sollte, um die Wirtschaft zum Wachstum zu bringen, auch unter diesen ungünstigen Voraussetzungen der Sparmaßnahmen. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.